Sängerin Pink. In ihrem autobiografischen R&B-Song There You Go singt die Newcomerin über die Beziehung zu ihrem Ex-Freund. Der war ihr untreu und kriegt im Song ordentlich sein Fett weg. Pink und die Jungs, ein Thema für sich. In Beziehungen wollen wir alle die Kontrolle haben. Jeder möchte derjenige sein, der den Ton angibt. Ich war einfach genervt von Jungs, die mit uns spielen. Also habe ich den Song There You Go geschrieben. Viele denken aufgrund des Songs vielleicht, dass ich Männer nicht leiden kann, aber das stimmt nicht. Eigentlich ist es ja auch so, ohne ihre Spielchen hätte man doch gar keine Ideen für neue Songs, oder? Das Video zu There You Go wurde in Los Angeles gedreht. Im Clip haut Pink mal so richtig auf den Putz und macht deutlich, sie ist eine Frau der Tat. Im Clip werfe ich vor lauter Wut ein Motorrad von einem Hochhaus, das mit einem großen Krach genau in dem Apartment meines Ex-Freundes landet. Das wollte ich immer schon mal machen. Eine sehr gute Gelegenheit. Drei Drehtage und dabei zwei komplett schrottreife Motorräder. Das war cool. Neben der Single gibt es ein ganzes Pink-Album. Der Name Can Take Me Home. Produziert wurde die Platte von LaFace Records, derselben Plattenfirma, die auch TLC und Toni Braxton unter Vertrag hat. Dass Pink als nichtfarbige Künstlerin typisch schwarzen R&B macht, findet die 20-Jährige nicht weiter bemerkenswert. Denn eine Sache hasst die Newcomerin wie die Pest: Vorurteile. Ich bin sehr sarkastisch und mein Album ist so etwas wie eine sarkastische Antwort auf all die Leute, die anderen mit Vorurteilen begegnen. Die zum Beispiel glauben, dass ich eine Punkrockerin bin, nur weil mein Haar pink ist. In meinem Album geht es um Akzeptanz, Freiheit und dass man verwirklicht, an was man glaubt. In Amerika ist Pinks Album bereits in den Top 20. Ob auch die deutschen Fans auf Pink fliegen werden, wir sind gespannt.